Hi Leute, kommt zurück zum neunten Teil von Big Bang Empire. Eigentlich wollte ich ja jetzt nicht Unmengen Teile hier aufnehmen, aber weil ich ja mittlerweile einen zweiten Account habe, ne, Knochenbrigade, also einen zweiten Kanal, wo ich ja eigentlich jetzt nur auf dem Kanal die ganzen Online-Sachen vorstelle, also alle Online-Spiele, ob jetzt in meinem OS oder Browser-Games. Aber da ich hier schon mal angefangen hatte damals, mache ich das jetzt hier auch weiter, so. Und ich wollte eigentlich nur, weil es jetzt ein paar Neuerungen gegeben hat, wollte ich die eigentlich nur mal eben mitteilen. Als jetzt vor kurzem war übrigens, weil ich über das Outfit so ein bisschen wundert, war hier der CSD. Oder in der Zeit des CSD, da gab es halt so regenbogenfarbene Verkleidung hier. Ich habe ja noch so ein Dogtag, die gibt es immer noch. Da gab es noch so eine regenbogenfarbene Perücke und sowas. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich jetzt noch habe. Wenn ihr euch erinnert, musste man ja, weil ich habe auch noch ein paar Filmchen gedreht in der Zeit, und als der CSD war oder um die Zeit rum, war es ja so, dass man Regenbogenflaggen einsammeln musste und irgendwelche farbigen Kondome. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Jetzt bin ich auch gerade wieder dabei, ein neues Filmchen zu drehen. Ich habe ja schon jetzt einige gedreht mittlerweile. Ja, der Browser hängt ein bisschen. Hier ist mal auch mein erster, der jetzt eine Silberbewertung bekommen hat. Das lag auch daran, weil ich mir ein anderes Set jetzt aussuchen konnte, weil ich mittlerweile 10 Filme gedreht habe und dadurch waren halt mehr Sets verfügbar. Ne, jetzt kommt eins, wo ein anderes Set verfügbar ist. Ich habe mir einfach mal ein paar mehr Diamanten investiert. Ich habe bei einigen Filmen habe ich auch als Belohnung Diamanten bekommen. Das waren auch mal über 60 Stück und so. Also das hat sich dann schon gelohnt. Einer dieser Filme, hier Joy Park, der war das. Das war zu der lesbische Turnanlage im Büro. Das war zu der Zeit des CSD. Da gab es halt den Joy Park. Da war mal halt draußen, hat halt da sein Vögelfilm gedreht. Den gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr zur Auswahl. Aber so, nicht so wichtig, weil ich kann jetzt ja ein Krankenhaus auswählen und irgend so ein anderes Teil noch. So, bei den Jobs ist es jetzt so, die werden jetzt automatisch wieder angefangen, muss ich also nicht selber auswählen. So, jetzt habe ich, wie gesagt, den Job beendet und fange gleich mit den nächsten wieder an. Man bekommt trotzdem noch die Erfolge, weil die Art des Jobs sich ja immer wieder ändert. Ne? Nachbarschaftsdienste muss man halt dies machen, jenes machen und so weiter und so fort. Nach 9 Stunden kann man das Maximum abholen. Man kann, glaube ich, jede Stunde mittlerweile abholen. Aber nach 9 Stunden ist halt das Maximum erreicht und kriegt dann auch dementsprechend dann das Geld. Hier, ich habe meinen Arbeitsbooster an, den habe ich mir halt mal gekauft für ein paar Scheinchen. Studio blinkt hier auch. Ich werde angegriffen. Heute um 20 Uhr ist aber schon vorbei. Nee, das müsste jetzt. Das ist der heutige Tag. Stimmt, wir haben es nach 1 Uhr jetzt. Okay, bin ich bereit. Ich habe schon ein paar gemacht. Ein paar habe ich auch verloren. Ich habe hier auch schon ein bisschen weiter ausgestattet. Ich habe jetzt leider nicht genug Geld, weil es wird ja dementsprechend teurer. Es hat sich auch so ein bisschen optisch verändert. Vielleicht hat einer noch die alten Folgen gesehen, da sah es noch ein bisschen schäbiger aus als jetzt. Also, ich meine, jetzt sieht es immer noch schäbig aus, aber da sah es halt noch abgeranzter aus. Leider wird eine optische Veränderung nur alle paar Stufen verfügbar sein. Bei 50% Ausbau, also muss ich überall die Hälfte haben hier, schätze ich mal. Kann man auch irgendwas machen, was ich jetzt vergessen habe? Ja, wie auch immer, ich habe einen Kampf verpasst. Sag ich mal, und verloren. Gut, kommt vor. Ich hatte, glaube ich, letztens noch einen Kampf gemacht, den ich, ja. Neue Convention. Die machen wir. Die machen wir. Oh, das wusste ich gar nicht. Hannibal Lecter. Gibt's ein paar coole Sachen? Machen wir mit. Wie ihr seht, bin ich mittlerweile Stufe 46. Hier ist die Convention und das gab's auch beim CSD. Gut, dann mache ich mal einen Auftritt mit. Das dauert nur 4 Minuten. Die gab's auch beim CSD, so eine Convention. Da ist man dann auch auf so einen Wagen aufgetreten und hat dann da halt mitgemacht. Und je länger man, also je öfter man da mitgemacht hat, desto besser war auch die eigene Wertung und dann hat man auch eine bessere Belohnung bekommen. Das lief halt auch so dann eine halbe Stunde. Jetzt
diese Convention hier läuft 25 Minuten. Das sind halt so kleine Ereignisse, die halt ab und an mal auftreten, an denen man sich dann hier ein bisschen bespaßen kann. So, mein Star, ja, wie ihr seht, habe ich schon sehr viel Ausdauer, habe das halt also mal ein bisschen weiter geskillt. Im Shop war ich halt noch gar nicht. Das ist der Krempel von gestern, das war alles für den Allerwertesten. Hier so einen schönen selbstgebauten Doppelbildung. Ja, solche Sachen gibt's hier. So, was haben wir denn diesmal am Start? Ihr wundert euch nicht, mein Browser hängt ein bisschen. Ich habe schon einiges aufgenommen heute. Ich hoffe, der kackt jetzt nicht ab, dass er die paar Minuten noch durchhält. Ja, alles Krempel, den ich gerade nicht so brauche. Selbst die seltenen Sachen sind ja teilweise auch nicht so toll. So gut ist alles Kram, den ich nicht haben brauche. Ja, ansonsten hat sich jetzt hier nicht allzu viel verändert. Wie gesagt, außer dass man halt die Arbeiten sofort erledigt. Ich habe hier noch irgendwelche Aufträge für meinen neuen Film. Ah ja, die Körpersonden, genau, ja. So sieht das aus. So, die Convention wird auch in Kürze vorbei sein. Ja, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht allzu viel zu berichten. Wie gesagt, das ist ja, also man spielt das Spiel, das dauert halt alles ein bisschen. Auf Stufe 50 kann ich irgendwas verwenden. Ich habe jetzt, da gab es noch was. Und zwar, das war hier im Shop, habe ich diese Nähmaschine freigeschaltet und da kann man sich Attribute aufnähen lassen auf seinen Krempel hier. Also bei der Nähmaschine kann man Aussehen verändern. Hier, ich habe ja so eine Maske und eigentlich trage ich ja irgendwie so ein Stirnband. Aber ich fand die Maske optisch einfach besser. Da steht jetzt billige Augenmaske, aber wie gesagt, ich habe das einfach nur optisch verändert. Und man kann hier Gegenstände veredeln. Das heißt, da kriegt man Attribute drauf. Ich ziehe jetzt mal einfach den, hab da schon was drauf. Was habe ich noch nicht? Stiefel. Mein Gott, wenn der Krempel jetzt nicht hängen würde. So, ich ziehe jetzt mal die Stiefel rauf hier. Nee, so lief das glaube ich nicht, oder? Doch. So, das sind Specials. Also das sind alles Sachen, die vorkommen können. Es werden drei zufällig ausgesucht und davon kann man sich dann einen aussuchen. Einmal gratis und danach kostet es halt Diamanten. Wie gesagt, ich mache das einmal gratis mit. Gucken wir mal eben, was es jetzt hier gibt. Tut mir leid, dass das jetzt so hängt und so. Ich wollte eigentlich auch nur kurz was aufnehmen, ne? Und jetzt nicht ewig hier. Oh, Rache. Grundkraft plus 1. Braucht kein Schwein. So, wir nehmen Rache. Das heißt, es ist da, wo man wohl, habe ich letztens gesehen, ist mir auch passiert, da wurde, hat der Typ zwei Schläge ausgeführt. Ja, irgendwie so war das. Wie ihr hört, ich habe keinen Sound an, weil mir das langsam auf die Nerven fällt, aber muss ja jeder für sich entscheiden. So, jetzt ruckelt es mir auch echt ein bisschen zu stark hier. Okay, 19%ige Chance, zweimal Folge anzugreifen, okay. So, das Event ist jetzt auch vorbei hier, beziehungsweise mein Einsatz. Das Event selber läuft ja noch 20 Minuten, schätze ich mal. Okay, jetzt ruckelt es auch ein bisschen sehr. Ich will nur kurz gucken, was es hier noch als Belohnung gibt. Oh Gott, das kann man ja gar nicht antun. Ja, für die Convention, genau, das ist halt mein Auftritt. Und für die Auftritte sammelt man halt Zuschauer. Und wenn hier das Limit erreicht ist, kriegt man auf jeden Fall eine gute Belohnung. Und je öfter man auftritt, desto höher ist die Belohnung. Also es gibt halt auch Leute, die spielen hier, weiß ich nicht, wie oft mit. Habe ich auch schon gesehen, die eine ist 13 Mal aufgetreten. Weiß gar nicht, wie es geschafft hat in der Zeit. Wahrscheinlich mit Diamanten. So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Und ich mache hier jetzt noch ein bisschen weiter dann. Für den Auftritt, leider ruckelt es ja so stark, auch durchs Aufnehmen. Aber ihr habt, glaube ich, das meiste jetzt irgendwie mitbekommen. Wie gesagt, Studio habe ich ein bisschen mehr ausgebaut, den Jobs läuft es jetzt einfacher und öfter kommt hier mal jetzt so eine Convention, mit Stufe 50 kann ich endlich die Waschmaschine benutzen, keine Ahnung, für was die sein soll, teile ich dann euch dann auch noch mit und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zur nächsten Folge, bei was auch immer, ne? Also bis dann, Leute.